Ja, wahrscheinlich begeistert euch Pixelmator Pro mittlerweile auch so. Vielleicht noch als Hinweis, derzeit gibt es noch eine Aktion, da gibt es Pixelmator Pro für 20 € auf der Homepage, aber das Video ist hier am 29.12.21 produziert worden. Ich kann euch nicht sagen, wie lange dieses Sonderangebot gilt, aber für 20 € so eine Software zu bekommen, ist einfach ein Muss, sie zu kaufen. Sie kann wirklich ganz tolle Sachen. So, und jetzt schauen wir uns noch was an. Machine Learning hatte ich euch schon erklärt. Erkennt halt Gesichter, erkennt Augen, Nasen, Haare. Alle möglichen Modelle sind hier eingebastelt worden. Und wir schauen uns jetzt eine Funktion an. Und zwar gehen wir hier mal auf diese Geschichte. Farbanpassung nennt die sich, ja. Und dort kriegen wir hier, ja, so viel Schalter, dass wir fast durchdrehen, wie viel Schalter wir da haben. Aber es gibt einen, der nennt sich ML Enhance und der heißt Machine Learning im Grunde genommen. Hier wird nämlich alles Mögliche, was Weißabgleich, Farbtöne etc. angeht, von diesen Machine Learning-Algorithmen ja, beeinflusst. Die versuchen das Bild zu analysieren und aus den Erfahrungswerten, die diese Lernmodelle bekommen haben, versuchen sie diese Farbtemperaturen, die Helligkeiten, den Weißabgleich und alles einzustellen. Klingt kompliziert, aber ihr müsst nichts anderes machen als einmal hier draufklicken. Schaut, was mit dem Bild passiert. Die Farben, alles ist wesentlich kräftiger und besser geworden. Hier unten habt ihr einen Schalter. Wenn ihr da mal draufdrückt, dann seht ihr das Originalbild. Und wenn ihr wieder loslasst, die Maustaste, dann seht ihr eben diese, ja, vom Algorithmus erzeugten Farbkorrekturen. Und wenn wir uns das hier mal anschauen, dann seht ihr überall hier so kleine Schalterchen, wo ML an ist. Und in diesen Bereichen hat er halt tatsächlich, ja, eingegriffen. Er hat also hier diesen Weißabgleich eingeschaltet und mit dem Machine Learning Algorithmus hier den Weißabgleich reingesetzt. Ihr könnt hier mal draufklicken und damit das Machine Learning an der Stelle abschalten. Ihr seht, der Rest ist noch eingeschaltet, aber für den Weißabgleich haben wir es halt hier jetzt nicht über die Machine Learning Funktion gemacht. Klicken wir hier wieder drauf. Seht ihr, geht er hier mit der Temperatur so 5% runter. Also diese Algorithmen arbeiten da sehr fein und arbeiten das toll aus. Wir können auch den Weißabgleich mal abschalten. Man sieht kaum einen Unterschied, ob er nun an ist oder aus. Also hier ist noch nicht viel passiert. Schauen wir uns das hier mal an. Schaut mal, hier hat er die Schatten runtergezogen. Wenn wir den ML-Algorithmus hier mal abstellen, hier ist alles bei Null. Aber sobald wir den dann doch einschalten, passiert hier mehr. Wir sehen, dass er an der Belichtung gedreht hat und so weiter und so fort. Also hier sind schon mehr Anpassungen über diesen Algorithmus integriert worden. So, und auch das hier bei der Farbsättigung, wir können ihn mal abschalten. Auch da hat das Programm eingegriffen und hat hier die Hautfarbe etwas ins Rote gezogen. Seht ihr das? Hier ist die Sättigung was hochgenommen worden. Also das ist schon sehr beeindruckend, bis zur Farbbalance, wenn wir die mal ein- und ausschalten. Manchmal erkennt man kaum Änderungen, aber überall dort eben, wo jetzt diese Markierung ist, hat dieser Algorithmus gegriffen und das Ganze in Szene gesetzt. Ihr könnt jederzeit auf Zurücksetzen klicken und dann ist alles wieder so, wie es war. Oder einmal hier drauf und schon habt ihr die Bildanpassung. Also besser und schneller geht's wirklich nicht.